Die Flutkatastrophe in Valencia. 400 Liter pro Quadratmeter an Regen und von einer totalen Zerstörung ist die Rede. Viele Menschen verloren ihr Hab und Gut und auch einige mussten ihr Leben lassen. Fürchterlich für die betroffenen Menschen und Ähnlichkeiten hatten wir auch im Ahrtal. Solche Katastrophen werden zunehmen und wir sind dafür mitverantwortlich. Solche Tiefdruckgebiete und die damit verbundenen Unwetter sind nichts Ungewöhnliches in Spanien. Sie gehören zu dem sogenannten Gota Fria-Phänomen, an dem die kalte Luft auf das warme Mittelmeer trifft. Solche Unwetter gab es in der Vergangenheit schon öfters, sind nichts Ungewöhnliches, kommt öfters vor im Herbst. Allerdings stieg die Häufigkeit und auch die Intensität in den letzten Jahrzehnten. Die Meere wärmen sich auf, dadurch gibt es viel mehr Feuchtigkeit in der Atmosphäre. Und so kommt es auch zu den vermehrten stärkeren Regenfällen, die auf die Ignoranz und teilweise Unwissenheit von uns Menschen niederregnet. Warum werden diese Regenfälle mit dem Unmengen an Wasser zu unserem Problem? Valencia ist eine Stadt in der Küstenregion. Dort finden wir eine Mischung von einer stark urbanisierten Fläche hin zu einer stark landwirtschaftlichen genutzten Fläche mit hin zu einer Grünfläche. Prägend für die Region sind zum Beispiel die Zitrushaine, sowie auch der Reisanbau. Und hier treffen dann viele verschiedene Probleme auf. Erstens die Urbanisierung und Verdichtungen. Valencia ist stark urbanisiert und besitzt ein ziemlich dicht besiedeltes Stadtgebiet. Besonders entlang der Küste und auch in den Außenbezirken finden wir eine sehr hohe Siedlungsdichte. Über die Jahre hinweg kam es zu immer weiteren Urbanisierungen und auch Verdichtungen, wodurch auch der Wasserabfluss geringer wird. Also das Wasser, was halt in den Boden absickern kann. Es befinden sich immer weniger freie, unverdichtete Stellen, die als natürliches Wasserabfluss dienen können. Und dadurch, wenn es halt dann zu starken Regen kommt, können bei starken Regenfällen die großen Wassermengen nicht rechtzeitig absickern und dadurch für Überschwemmungen und Überflutungen sorgen. Wohin soll das Wasser absickern, wenn denn alles verdichtet ist? Auch die landwirtschaftlichen und auch Grünflächen sorgen für keine wirkliche Entlastung. Punkt Nummer 2, die intensive Landwirtschaft. Ein Großteil der Landwirtschaft um Valencia herum ist intensives Ackerland und wie wir es auch bei uns kennen, ist dann dieses Ackerland dann meist offen, wird stark gepflügt, mehr Gift und Pestizide draufgeworfen. Das heißt, es kommt da immer stetig dazu, dass der Boden weiter ausgelaugt wird. Vor allem in den Temperaturen, die sie dort in Spanien haben, auch immer mehr zu stärkeren Austrocknungen, Erosionen. Das heißt, der Boden wird immer stetiger abgetragen und ein ausgelaugter Boden, der wenig Humusanteil hat, hat auch weniger die Kapazität und die Fähigkeit, Wasser aufzunehmen. Zumal auch für die intensive Landwirtschaft auch große Maschinen eingesetzt werden, die ja nochmal zusätzliche Verdichtungen sorgen können. Auch was prägend für die Region sind ja diese Zitrushainen. Das sind dann meist Plantagen aus Orangen- und Mandarinenbäumen. Und dort ist ja der Boden genauso offen. Die brauchen auch sehr viel Wasser, die sie halt da ziehen. Und zwischen den Bäumen ist halt auch die Erde offen. Das heißt, hier kann sich auch kein guter Boden bilden und wenn da auch starke Regenfälle kommen, wenn auch mal ein Wind durchzieht, dann wird der Boden betroffen sein von Ausschwemmungen. Sonne und Wind, welches für Erosion und auch das Abtragen des Bodens mitverantwortlich sind. Und dann, wenn da starke Regenfälle kommen, zusätzliche Überschwemmungen, die ja auch wieder den Boden mit ausschwemmen und auch mittragen können. Zumal auch nicht vergessen werden sollte, dass es sich auch dabei wieder um eine Monokultur handelt und dass auch die Bodengesundheit mit negativ beeinflusst. Heißt, Humusaufbau ist da auch so eine Sache. Ähnliche Probleme finden sich auch in den dortigen Gewächshäusern oder auch im Reisanbau. Drittens, die Wälder und Naturlandschaft. Das Hinterland von Valencia besitzt einige hügelige und bewaldete Gebiete, jedoch eher in Form von mediterranen Buschland und Kiefernwäldern. Die Kiefern verlieren zwar ihre Nägel und sorgen für eine Humusschicht, die halt horizontal ein bisschen Humus aufbaut, also mehr oberflächlich, aber die Nadeln halt auch einfach dafür sorgen, dass der Boden nährstoffarm ist, auch übersäuert und eine tiefe Humusbildung auch dadurch behindert wird, weil halt dann die Mikroorganismen und Pilze keine gute Grundlage haben, um zu gedeihen. Diese Nadeln brauchen auch viel länger für die Verkompostierung als zum Beispiel Laubblätter. Und dieses Milieu, welches die Kiefernbäume schaffen, ist auch nicht so optimal für die meisten Pflanzen, wodurch halt auch eine Unterbepflanzung und eine Mischkultur auch sehr schwer ist für eine gute Bodengesundheit. Zumal die Nadeln wenig Stickstoff und auch nährstoffarm sind. Also finden wir dort mehr eine einseitige Landschaft, die natürlich verbessert werden kann mit einem Misch- bzw. einem Dauerwald. Das wäre auch eine Lösung in vielerlei Hinsichten. So ein unterschiedlicher Pflanzenbewuchs auch auf mehreren Ebenen fördert vor allem die Bodengesundheit und eine viel bessere. Die unterschiedlichen großen Pflanzen wurzeln auch unterschiedlich tief. Das heißt, sie können den Boden auch auf
vielen verschiedenen Ebenen halten und auch die Mikroben an den verschiedenen Stellen auch mit versorgen, genauso wie die Pilze. Und der Vorteil von einem mehrebenigen Anbau ist, dass du halt dann den Starkregen zum Beispiel auch viel besser abbremsen kannst durch die größeren Bäume, dann die unteren kleineren Pflanzen bis hin zu den Flachwurzeln und den Bodendeckern, die dann auch als Sämulch dienen können und dadurch auch größere Wassermengen langsamer einsickern können. Kannst du dir ungefähr so vorstellen oder ein kleines Experiment bei dir im Garten machen, wenn du einen hast, dass du halt dann einfach mal eine freie Fläche machst, wo du dann die ganze Zeit mit einer Pumpe und mit einem Wasserschlauch reingießt, dem entgegengesetzt einen großen Laubhaufen machst und da die ganze Zeit Wasser reingibst. Und dann wirst du halt auch irgendwann vielleicht mal feststellen, dass bei der freien Fläche es auch zu starken Überschwemmungen und Ausschwemmungen kommt, das Wasser auch irgendwann steht. Nicht ganz so gut, während halt beim Laubhaufen das Wasser langsam absickern kann, der Boden auch Zeit hat, das Wasser gut aufzunehmen, einsickern zu lassen und so auch vielleicht dann später das Grundwasser. Nicht zu vergessen, dass in so einem Dauer- oder Mischwald der Boden auch sehr gut bedeckt ist mit Laub und anderen organischem Material jetzt neben den Lebendmulchen und dadurch halt der Boden immer stetig weiter aufgebaut wird, auch wieder eine schöne Isolationsschicht mit vorhanden ist, der auch das Regen nochmal, den Regen nochmal zusätzlich fangen kann und Humus besser aufgebaut wird, weil die Pilze und Bakterien ja auch was zum Arbeiten haben. Man hat einfach einen viel besseren durchwurzelten Boden, eine viel bessere Isolationsschicht auch für den Regen, um Wasser auffangen zu können und es wird Humus aufgebaut, der ja allgemein besser Wasser aufnehmen kann. Was kann denn noch alles getan werden? Terrassierung und Hügelanbau. Um bei Hängen den Wasserabfluss zu verlangsamen, können hier Terrassen angelegt werden, die man auch wunderbar mit Bäumen befestigen kann. Bäumen. Hügelbeete können auch sehr hilfreich sein. Ein Kernelement davon ist ja oder ein Merkmal, dass dort Baumstämme genutzt werden, die ja nochmal zusätzlich viel Feuchtigkeit aufnehmen können und auch durch diese ganze Position hinweg kann auch mit dem ganzen organischen Material, mit dem Pflanzenbewuchs auch in solchen Beeten mehr Feuchtigkeit aufgesammelt werden. Es können auch Swales, Mulden, Auffangbecken und auch Teiche angelegt werden, um unter anderem überschüssiges Wasser auffangen zu können. Damit Hochwasserspitzen abpuffern. In Senken können wasserliebende Pflanzen oder Pflanzen, die sehr viel Feuchtigkeit und Wasser benötigen, reingesetzt werden, um halt so auf natürliche Weise Verbrauch und Feuchtigkeit mit aufnehmen zu können. Hecken und Bäume führen auch dazu, dass Winde stärker abgebremst werden, wodurch auch eine Bodenerosion vermindert wird und auch eine stärkere Verdunstung. Reduzierung der Bodenversiegelung. Die Verdichtung und Versiegelung der Böden ist eines der größeren Probleme, wenn nicht sogar eines der Hauptprobleme. Denn wenn der Boden dicht ist, versiegelt ist, kann das Wasser nicht mehr einsickern, ist ein bisschen blöd. Dabei hilft auch nicht die grandiose Idee, wie sie bei uns praktiziert wird, wenn dann ein Neubaugebiet deklariert wird, dass man dann dazu zusätzliche Ausgleichsflächen schafft, die einfach nur irgendwelche Grünlandschaften sind, da wo keine Bäume drin wachsen, die kaum gepflegt werden, die eigentlich auch nicht so einen richtigen Naturschutz beitragen. Zumal ja versiegelte Fläche einfach versiegelte Fläche ist, die wird ja auch nicht mit einer Ausgleichsfläche ausgeglichen. Die Fläche bleibt ja dann trotzdem die gleiche, die halt dann versiegelt worden ist. Und das ist halt ein großes Problem, dass da auch hier sehr viele Stadtplaner oder auch Dorfplaner dann gefragt sind, wie man denn es schafft, Flächen nicht mehr so stark zu versiegeln, wie man das speziell baut, dass extra durchlässiges Material genommen wird, wie zum Beispiel Kies oder durchlässigen Pflaster, um dieses Problem der versiegelten Fläche auch irgendwann Herr zu werden, denn es werden jeden Tag immer mehr und es ist halt auch sehr wichtig, in solche Sachen zu investieren, in die ganzen Sachen, die ich aufgezählt habe, also sei es hin zu Bäume pflanzen, zu Wäldern ansetzen, alternative Landwirtschaft, wie zum Beispiel so welche Sachen wie Permakulturprojekte, wie ich das jetzt unter anderem mache, dass man da Geld in die Hand nimmt, dort rein investiert, den Menschen auch in dem Bereich eine bessere Zukunft gibt, damit es sich auch lohnt, dort etwas zu machen. Denn eins sollte uns klar sein, solche Naturphänomene wie jetzt in Valencia oder auch damals bei uns im Ahrtal, die werden zunehmen. Das wird nicht weniger, sondern eher schlimmer. Die Kosten dabei oder die Schäden, die dabei entstehen, sind enorm und danach muss man ja sowieso irgendwelche Maßnahmen ergreifen. Deswegen macht es vielleicht auch mehr Sinn, gleich im Vornherein da zu investieren, bevor die Kacke am Dampfen ist und da die entsprechenden Maßnahmen als Prävention zu etablieren, um halt einfach das ganze Chaos und das ganze Leid zu vermeiden. Wir als Menschheit haben eine super Leistung erbracht, um unser Ökosystem so zu zerstören, dass es aus dem Gleichgewicht kommt. Ich möchte nur mal darauf hinweisen, dass früher Spanien oder
ganz Europa, Deutschland auch, mal ein ganzer Wald gewesen ist. Kannst du mal heute anschauen, was daraus geworden sind. Und das sind halt die Folgen und Konsequenzen daraus. Wie gesagt, es wird nicht besser, wenn wir jetzt nicht handeln. Und da kommt es jetzt auch wieder auf die Menschen drauf an, inwieweit sie dann ihr Leben umstrukturieren wollen. Ob es es immer bis zum letzten Schluss geben muss, bis mal was passiert und das Leid groß ist. Erst an diesem Zeitpunkt sind dann die Menschen offen für Veränderung, weil es halt dann zu schmerzhaft ist. Von daher, wir brauchen viel mehr Menschen als Samenschleuder, die die Natur begrünen, die Pflanzen aussehen, die Bäume pflanzen, sich auch um die ganzen Sachen auch kümmern, am besten auch Vollzeit, dass man ihnen halt auch da ein Leben ermöglicht, dass sie da auch mal was Geschmeidiges hinmachen können.